Hey Leute, der L hier zurück mit einem neuen Teil von I'm Alive. Nachdem wir das letzte Mal so abrupt rausgeschmissen wurden durch den Absturz meiner Konsole, ja, meine Xbox ist auch nicht mehr die jüngste, versuchen wir jetzt diese Szene hier ganz genau nochmal. Hier ist die Frau. Und wir wissen ja jetzt eigentlich schon, dass es eine Falle ist. Das wird nix. Mist. Guter Einstieg. Sehr guter Einstieg. Da war ja fast der Absturz das letzte Mal besser. Versuchen wir es gleich nochmal. Toll, das ist ein ganz schönes Stück weit weg. Was heißt ein ganz schönes Stück? Das sind so 2 Minuten oder sowas. Mittlerweile weiß ich aber, wo da die Items liegen. Ich weiß, dass hier eins liegt. Hinten haben wir auch noch mal eines. Na, wo war's denn jetzt? Ach, es wascht. Komm ich da hoch? Ich sehe es gerade nicht von hier. Ich gehe trotzdem mal den Weg, den ich vorher immer gegangen bin. An dem alten Mann, der die Zigaretten haben will, vorbei. Also hier ist jetzt schon, wenn wir da oben sind, das Dach, wo es eigentlich zur Action geht, aber... Ich gehe natürlich noch nicht direkt hoch. Hier aber nichts mehr, nee. Hier unten ist nämlich noch einiges einzusammeln. Haben wir eine Flasche Wasser? Ja, Wasser. Hier ist der die Zigaretten haben will. Krabbeln hier nochmal kurz aufs Dach. Sammeln ganz fix hier noch 2 Items ein. Schmerzmittel, okay. Und da ist, glaube ich, so Lösung, Trinklösung, genau. Gut. Ich habe jetzt gesehen bei dem Kampf, auch wenn ich ihn verkackt habe, die Jungs hatten alle nur Macheten dabei. Ich hoffe, da habe ich mich nicht verguckt. Hier irgendwo runterkicken. Dann sind überall offene Stellen. Das müsste eigentlich gehen. Muss was echt gucken, dass ich die 4 unter Kontrolle halt. Die 3. Waren es 3? Hey, weiter zurück. Noch ein Stück weiter. Ach, scheiße, hier ist kein Abgrund. Ach, das ist das Einzige, was ich jetzt nicht wollte. Ach, verdammt mich. Step back. You're the boss. Mist. Jetzt hat er natürlich mitgekriegt, dass meine Knifte leer ist. Super. Ach, es läuft heute wieder echt beschissen. Ach, jetzt dürfen wir da nochmal hin. Dass da nicht kurz vorher ein Speicherpunkt ist, finde ich natürlich echt schade. Das ist halt sehr fehllastig, das Spiel. Aber die knacken wir gleich. Ich habe jetzt schon einen Plan. Die müssen wir eher in dem
vorderen Teil halten. Da ist doch... Nee, da ist nichts mehr. Ich habe mich von der Rutschmöglichkeit ablenken lassen. Da ist kein Gegenstand. Die Sachen leuchten ja auch. So, beeilen wir uns einfach mal ein bisschen. Wir wissen ja, dass wir das von der Ausdauer ohne Probleme hinschaffen. Ist doch gleich die Klettermöglichkeit, jawohl. Ich muss die ein bisschen auseinanderziehen, dann kann ich vielleicht so einen Quicktime-Kill machen. Aber die sind halt auch sehr schnell ran, ne? Das Wasser. Young man, you have arrived. Ach, komm. Gerade keine Zeit zu quatschen, alter Mann. So, jetzt probieren wir es nochmal. Nicht schleichen. So. Ist nix mehr, gut. Also die haben definitiv keine Schusswaffen, das ist natürlich gut. Wo kommen die raus? Guys, look! No, hey, quick! No! Back off! No problem! Hey, he's on! Watch you point that thing! Hey guys, he's serious! Hey guys, he's pointing his gun at me! Jetzt habe ich sie zumindest schon mal in der Richtung, wo ich sie haben will. Got a gun. You're the boss. We're not bad people. He's got a gun. Let us go. You can't take us all. We'll grind your... Please don't kill Step me. Back. Now you're mine. Okay. Okay. Step Take back. Easy, man. Whatever you say. Hey, I talk this over, here? Okay? Point that somewhere else, okay. Will you? So. Please don't kill me. Step back. No problem. Also leider ging es nicht ohne Moon, weil ihr habt gemerkt, er ist mutiger geworden, der eine. Der ist nämlich schon auf mich losgegangen, den musste ich leider erschießen. Was jetzt leider bedeutet, ich habe keine Moon mehr, aber gar keine mehr. Das sehen die natürlich auch. Wenn ich jetzt das nächste Mal die Knifte ziehe und was noch dazu kommt. Ich kann die Alte jetzt nicht mal mehr befreien, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. They forced me to do it. Please, you have to help me break these handcuffs. Super, ne? Weil den Schuss hätte ich nämlich eigentlich für sie gebraucht. Also, ne, das hört sich jetzt ein bisschen falsch an, aber... Ja. Ja, ich hab kein... Ich kann die nie befreien, Mädel. Da kannst du noch so viel rummosern. Ich da drüben irgendwie rauf. Ich muss mir das mal von hier angucken. Weil da oben habt ihr gesehen, da ist auch noch so ein Camp auf dem Dach. Brauchen wir natürlich eine Regenrinne oder sowas, dass wir raufkommen. So, da sehe ich jetzt erstmal nichts. Wo ist eigentlich die, wo wir runter können? Ah, hier. Ich kann euch nicht mal mehr sagen, ob sich das gelohnt hat, die Frau zu befreien. Weil ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Na komm, spring bitte rüber. Hallo. Na toll. Hat er mir gerade nicht reagiert, warum auch immer. So, durchschnaufen. Und runter. Jetzt versuchen wir nochmal da hoch zu kraxeln. So, bis dahin geht's. Jetzt müsstest du da mal rüberspringen. Hallo. Ey, du kannst doch die Kante greifen. Erzähl mir doch nichts. Oh, Nerv. Ach, komm schon. Mann, ist das heute fehlig. Dann gucke ich doch tatsächlich mal da unterhalb rum. Ist hier irgendwas zum Absteigen?
Young man, you have arrived just in time to watch me die. Ach, das ist eine Leiter. Okay. Versuchen wir es mal auf der Seite. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, anderweitig hochzukraxeln. Nicht so viel Energie verschwenden. Immer mit der Ruhe. Vom Gieß. Lässt dich halt von so einem Scheißding von Dings aufhalten. Schmerzmittel brauchen wir nur gerade gar nicht. Oh, und die Energie sagt ab, das gibt's nicht. Ich hoffe ernsthaft, hier gibt's irgendwie was. Oh ja. War viel zu simpel, als dass ich es erkannt hätte. Gut. Erstmal hoch da und raus aus dem Staub. Ich glaube, da oben können wir uns schon wieder ein bisschen ausruhen. Ja, gut. Hey, who's that? Oh crap! Hey there! Okay, lief. Wenigstens was. Ein kleines Item wenigstens wieder zurückbekommen. Ist doch schon mal was. Und da geht's weiter hoch. Sehr schön. Ich ein ungutes Gefühl. Na gut, in dem Spiel gutes Gefühl zu haben. Who is this man? We don't want any trouble, okay? My mother can't eat any Apfel. More food. Oder eine Tomate. She's letting herself starve to death. Hab leider nichts. Rattenfleisch aufgehoben. Gut. Okay, dann war das hier alles bis so ein bisschen nebengequeste. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das Spiel ist haarig. Das ist wirklich, wirklich haarig. Hier irgendwie weiter runter. Da ist zumindest, jawohl, gibt's ein bisschen was. Ich sollte mal zusehen, dass ich erstmal wieder irgendwie hochkomme. Okay, wir wollen ja immer noch zurück. Jetzt muss ich tatsächlich mal auf die Karte schauen. Der Weg ist richtig, aber da sind wir runtergerutscht. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch irgendwie weiterkommen. Wobei es kann jetzt sein, dadurch, dass wir den Haken haben, dass es jetzt hier tatsächlich vorwärts geht. Das sieht auch ganz gut aus, dass wir da eventuell hoch könnten, das Gebäude. Okay, Leute, aber das sehen wir im nächsten Part. Ich sage jetzt erstmal für heute ciao und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Euer L ist raus. Macht's gut. Bye.